und Action! Ja, was machen wir heute mal ganz verrückt? Wir haben einen komplett umgestreckten Golf 7 GTI bei uns, der einen neuen Besitzer hat. Er ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, dass wir das Auto komplett wieder zurückrüsten. Alles raus, Fahrwerk raus, Fänger raus, Bremsanlage raus, großer ETR-Turbo raus, Abgasanlage raus, Bügel raus, alles raus. Das heißt, wir bauen heute mal ein Auto vom Komplettumbau wieder zurück in den Serienzustand. Klingt komisch, ist aber so. Ich habe fertig. So, der Rückbau ist abgeschlossen. Wir haben jetzt das Auto noch auf Originalstand geflasht, zurückgeflasht. Wir machen jetzt noch eine Probefahrt, ob alles funktioniert, so wie es soll. Aber dann sind wir fertig. Wir haben noch ein kleines Problemchen und zwar zeige ich euch das draußen. Wir haben schon mal angefangen, die Folie runter zu machen und wollten das ja eigentlich ganz durchziehen. Problematik ist nur, der Kleber, die Klebereste gängen absolut nicht runter. Das Auto wird jetzt zum Folierer gebracht, wo er gemacht worden ist, kriegt dann nochmal den restlichen Pelz über die Ohren gezogen und die Klebereste werden runtergemacht. Aber das ist jetzt was, was der Hersteller quasi machen muss, beziehungsweise der Folierer. Da sind wir nicht firm genug, haben auch nicht entsprechend die Mittel und deswegen lassen wir die Finger davon. Somit fertig mit dem Gerät.